Zug ist soweit fertig. Die Kollegen von der Reinigung sind schon aus dem Zug. Wir warten hier in Leim auf Sie. Ja, einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge von Train Simulator 2021, der Danny spielt das. Und zwar fahren wir heute ein Szenario von Fair System. Und wir sollen hier erstmal unseren Reisezug bereitstellen. Mithilfe dieser BR-294. Und werden jetzt erstmal unseren Zug aus dem BW holen und diesen dann in den Hauptbahnhof bereitstellen. Und warten jetzt mal auf unser Abfahrsignal und werden jetzt erstmal schauen, wo unser Zug überhaupt steht. Dieses Szenario ist in ganze vier Teile aufgeteilt und wir werden durch verschiedene Städte fahren und an verschiedenen Bahnhöfen fahren. Wie gesagt, das Ganze kommt von Fair System und nennt sich TAT Rheingold. Also ihr könnt euch dann wahrscheinlich schon denken, mit welchem Reisezug wir unterwegs sein werden. Und wir werden jetzt das Ganze erstmal hier vorbereiten. Das ist übrigens jetzt der erste Teil und nennt sich Vorbereitung. Habt ihr schon unseren Zug entdeckt? Also ich sehe ihn. Er steht da hinten links auf dem Gleis, wo wir jetzt gleich dran ankuppeln werden. An den schönen Tee. So, da wollen wir mal ein bisschen langsamer werden, damit wir da nicht so dran knallen.
Zack. So, ihr lest es, bitte Freigabe von Rangierer abwarten. Das werden wir natürlich tun. Wir werden jetzt erstmal in unseren Führerstand einspringen und natürlich erstmal die Seite wechseln. So. Zack. Kollege, alles klar, der Zug ist angekoppelt. Ja, dann werden wir den Zug mal zum Bahnhof bringen. Noch haben wir keine Freigabe. Können aber bitte schon ein bisschen davor ziehen, würde ich sagen. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. So, es ist besser. So, wir werden jetzt schön geschmeidig in den Münchner Hauptbahnhof einfahren und ja. Oh, wir werden ein bisschen langsam, würde ich sagen. Wollen wir mal ein bisschen aufschalten. So, 40 ist weiterhin angesagt. Das heißt, wir sind hier ein bisschen schnell.
der Geschwindigkeit muss man hier echt aufpassen. Da ist man so schnell, zu schnell. So, dann haben wir gleich unseren Mädchen, unser Gleis in Mädchen 521 auch schon erreicht. Aber bis zum Hauptbahnhof sind es natürlich noch ein paar Kilometer. Aber er kommt in Sichtweite, ist das schon mal was. So, 60. Dann Matto. Auf Gleis 21 werden wir einfahren bzw. einen Zug bereitstellen. Natürlich ist das ein Kopfbahnhof und deshalb ist jetzt auch an unserem Zug der die 103 PIP. Macht ja Sinn, weil im Kopfbahnhof die Lok umsetzen ist doch etwas schwierig, würde ich mir so vorstellen. Und Steuerwagen ist auch nicht vorhanden. So, und schon fahren wir ein. Wir natürlich so weit vorfahren, wie es geht, damit auch alle Fahrgäste einsteigen können in jeden Wagen. Das ist doch trotzdem schon ein bisschen langsamer. So. Ich denke, das reicht. So, dann wollen wir unseren Zug noch abkoppeln. Das werden wir natürlich tun. Wunderbar, ihr seht, Fortsetzung in Szenario 2 auf der Strecke München-Augsburg und ich würde sagen, da werden wir uns wiedersehen. Ich mache da jetzt kein neues Video draus, sondern ich lasse das einfach weiterlaufen und ich denke, ich werde das Ganze dann ein bisschen mit Musik unterlegen. Wir sehen uns dann gleich in unserem Tee in München Hauptbahnhof wieder. Bis gleich.